Okay, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tony Hawk's Underground 2. Ich habe noch meine Mütze auf, fällt mir gerade auf. Deswegen höre ich das hier alles so, mir eine Stimme so. Na egal, lassen wir es so. Ja, Spiel neu gestartet. Wir müssen am Anfang erstmal wieder neu unseren Profi-Partner auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal Rodney, weil den hatten wir ja schon. Und ich glaube, das ist... Warte mal. Das ist doch nicht Breitbild, oder? Nee. Warum hat er das geändert, die Sau? Muss jetzt jedes Mal manuell einstellen. Aber letztes Mal hatte ich es auf jeden Fall. Ja, wäre mir sonst ja aufgefallen. Okay. Oh, Franklin Grind. Ach, den habe ich jetzt auch freigeschaltet. Ich finde es übrigens irgendwie witzig, dass meine Hose... Also die soll, glaube ich, nicht kaputt sein, aber irgendwie... Gucken meine Beine da irgendwie mal durch. Naja, egal. Ja, machen wir weiter. Erstmal natürlich ein bisschen standardmäßig ein bisschen einfach rumposen hier, weil es einfach Spaß macht. Oh, ich wollte einen Stickring machen. Okay. Und dann schauen wir mal, was wir noch so für Aufgaben haben. Also hier ist auf jeden Fall Rodney. Ich guck mal gerade. Ziele ansehen. Genau, markiere dein Gebiet. Highscore im Spielautomat, das ist natürlich easy. Enthaupte die Statuen, Kombo an der LKW-Rampe. Was war das? Ich hab's wahrscheinlich nicht gehört, aber ich habe ein Geräusch gerade gehört aus meiner Küche. Naja, irgendwas ist umgekippt oder so. Nicht so schlimm. Ja, machen wir doch erstmal den Highscore-Automaten hier. Mal gucken, es wird nicht viel sein, denke ich mal. 10.000. 10.000 in einer Minute. Sollte gerade noch so drin sein, I guess. Ich finde es interessant, dass ich jetzt irgendwie diesen Franklin Grind habe. Ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Oh. Ich hasse alles. Sollte kein Problem sein, ne? Ja, okay. Reicht ja, ne? Ich kann das besser. Oh, guck mal, das noch unser Kumpel. No. Okay. Stehen wir mal. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Ich habe irgendwie 900 gemacht und den irgendwie abgebrochen, weil ich aus Versehen den hier gemacht habe. Das war ja witzig. Warte mal. Ja, man kann ja abbrechen. Aber da kam nicht. Aber eben kam der, glaube ich, durch, ne? Ist ja lustig. Okay, ach guck mal, wird sogar gespeichert, der Name. Das ist ja herrlich. Ja, okay. Wobei, sollte ich eigentlich mal nicht machen, bevor irgendwie irgendwas abstürzt oder so. Das ist ja lieber immer nach den Folgen. Aber gut, dann eigentlich. Ich bin jetzt auch mal so gewagt und speichere jetzt einfach den immer wieder drüber, weil Underground 1 hatte Probleme. Underground 2 hatte eigentlich nie Probleme, dass nie was abstürzt. So, sogar noch ein paar Setpunkte. Das ist doch auch schön. Nehmen wir. Oh, guck mal, der Kopf rollt. Hier rollen mehrere Köpfe rum. Hilfe? Physik Engine, nett. Oder ist der Kopf wieder da? Warte mal. Kann ja sein, dass es gar nicht gespeichert wurde. Ja, ich glaube, der ist wieder da, oder? Und ich sehe auch gerade, dass die Spat-Dinger wieder. Das müssen wir also in einer Session schaffen, auf jeden Fall. Na ja, gut, sollte nicht so das Problem sein. Kann das nicht. Danke. Okay, ja. Wurde resettet auf jeden Fall. Machen wir es mal. Okay, Spät. Wo war denn der überall? War nicht da oben noch irgendwie eins? Komm ich hier gerade hoch so? Ja. Ich kann hier nicht stehen auf jeden Fall, aber ich kann trotzdem mal springen. Aber hier ist nichts, okay. Okay, vielleicht sollte ich mich erstmal auf die Statuen fokussieren, aber wo sind denn die? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Eins von drei. Ich kann mich gerade nicht erinnern, wo hier noch Statuen sind, to be honest. Die ich hier irgendwie abbrätseln muss. Das wird mich doch etwas. Ich mag übrigens das Bild von Tony da oben. Ist es Tony überhaupt? Schon so, ne? Ja. Unser Local Hero. Oh, das? Achso, oder die Statuen da vielleicht? Ah, warte mal, ja, wenn ich hier so rüber. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, treffen müsste man. Ja.
Nader Spin vielleicht. Moment, kam der nicht noch? Der Nader Spin kam ja in dem. Ja, okay. Teil erstmals, ne? Können wir den eigentlich schon? Dann muss ich den noch lernen. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber erstmal würde ich den Kopf abfahren, danke. Auf die Statue. Ich habe da eben gerade was Interessantes gesehen im. Thug is filmed before a live studio audience. Donna, your rack is wicked awesome. Stop it! You're retarded. No, you are! Oh! Nice catch, dumbass! Yes! I'm just doing that chick a favor! You're retarded! Yo, check it out. The first stage of the competition is over, and leading by 50 points is... my team. Yeah! Right. Holy crap, it's Polly! Oh, yeah, look out! Pooper going through! Please keep your hands inside your corner body while you take a drink, bitch! Give me that pad. Launch a local. That's 100 points, slackers. And that's a win for us. Which also means it's time for you losers to face the Wheel of Loogie. Phil, why don't you do the honors, fat boy? Okay. Cut one loose. Ouch. That means one of us is going home. Oh, man, I hope it's not Tony's me. Team, circle up around me and let's see who's getting the boot. If I could leave our soon-to-be departed skater with just one final word, it would be... fire in the hole! That sucks. Bing! Later, Bergquist. Everybody else, let's hit it. We're heading to Spain. Diese Cutscene ist anders. Okay, ich hoffe nicht, dass wir jetzt instant nach Spanien kommen. Doch, tun wir. Scheiße. Ich will zurück. Ich will zurück nach Boston. Ich will Boston erstmal fertig machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das, ob ich gerade irgendwas aus Versehen getriggert habe dadurch oder wie das funktioniert. Ob man immer so weiterkam und wieder zurück. Also, ob das immer so automatisch passierte. Here's the skinny. With Bernquist gone, you're gonna have to get extra ridiculous. I suggest starting off with the Hiroshima snot rocket, but here are some other things you might try. Someone help me, please! Get him away from me! Oh nein. Nicht der. Oh. Wie ist das alles für später relevant? Das machen wir noch nicht. Ich hoffe, ich meine eigentlich, dass man wirklich auch dann selber sagen konnte, wann man halt weiter will. Eigentlich. Ja, tschüss, Bob. Ja, keine Ahnung, meinetwegen eher, aber wir gehen eh erstmal wieder zurück. Level wechseln. So, wieder zurück nach Boston, bitte. Das sehe ich gar nicht ein hier. Wir machen erstmal Boston fertig. Boston. Ist der G-Spat-Dinger wieder resettet? Naja, guck mal, hier ist Bob noch da. Ich bin trotzdem Rodney, einfach aus Gründen des vielleicht sonst die Aufgaben resettet oder so Blödsinn. So, wir können nochmal hier sicherheitshalber, das ist ja jetzt hier, ne? Genau, das ist alles richtig. Combo an der LKW-Rampe. Und Gebieten markieren. Entschuldigung. Die LKW. Ah ja, die da hinten, ne? Genau. Ja, das geht schon, wollte ich nicht. Oh. Wie befreie ich denn den nochmal daraus? Das steht auch vielleicht hier. Start und lande eine 5000 Punkte komme, während du an den LKW-Rampe skatest. Und wenn du freitreiten musst, und wenn wir das Ziel springen, über die Autos mit dem Überraschungsgast abschließen. Ah, okay. Okay, 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 okay. Ja, gut, dann machen wir es doch einfach mal, oder? Oh, die Autos. Scooter gegen Roller. Ja, ist doch direkt hier hinten, ne? Kann ich doch damit schon mal anfangen hier mit dem Rennen. Mach mit Pauli ein Rennen zur Kirchentreppe. Das ist nicht die richtige Treppe. Ach so, hä?
Moment. Gott, ich hasse diese Überraschungsgäste, ne? Ich folge dem ersten Mal und guck mal hin, wo ich überhaupt hin muss. Wie wär's damit? Ah! Jetzt um die Bibliothek. Ah ja. Was wir gesehen hatten. Der ist im Krankenhauseingang. Ja, okay. Hab ich verstanden. Hey, ich hab Kreis gedrückt. Ich hab Kreis gedrückt, Spiel! Ich kann mit dem übrigens nicht absteigen. Ah, Gott, ey. Ja, es ist alles so wild hier, ey. So. Oh, sauber, sauber, okay. Krankenhauseingang. Oh nein, da oben ganz hin. Hey! Achso, zurück zum. Achso, okay. Das zählte. Ich dachte mir gerade, wie, er musste einfach nur so einen halben Sprung machen und alles gut. Er klebt ja mal ganz schön am Arsch. Wo ich gefühlt so perfekt da rumgeflogen bin. Ja, ich muss es ja eigentlich auch nur berühren, ne? Ja, genau. Ja, das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Geh weg! Oh, ich mag dich nicht. Versuch mal was. Ich muss nur berühren, ne? Wenn ich einfach nur so mache. Ja, okay, das reicht. Bum, bum, bum. So, jetzt aber hier. Danke. Mann. Okay, was haben wir denn noch so für ihn? Zerstöre die Grind-Blockaden. Spring über die Auto, was heißt denn das? Spring über drei Fahrzeuge, während du mit dem Scooter rumfährst. Ja, okay, das ist einfach. Irgendwo hier sind auch die Grind-Blockaden angeblich. Wow, das war cool. Achso, warte mal. Ach, ich kann auch grinden. Ich dachte, ich könnte das tatsächlich gar nicht. Nett! Okay, das absolviert und über drei Autos springen. Das werden wir wohl schaffen. Eins. Ich glaube, das zählt er. Ich weiß nicht, ob du zählst. Jump it. Springen aber so lange über Autos, bis die Aufgabe als abgeschlossen gilt. Ich hasse alles. Boah, dieses Sturm von dem Ding ist so kacke. Okay. Es muss nur der K-Hop bei rumkommen. Ich respektiere das. Ich glaube, das zählt nochmal. Ja, das ist ehrlich. Mann! Ja, ich bin noch. Danke. Here it comes. Now bust a big combo and you're bitching. Haben wir noch mehr Ziele mit ihm? Ja, Spine Transfer Tour. Oh nee. Okay, versuchen wir's. Direkt bei den Bänken, also hier oben. Ja, okay. hier meine ich. Genau. Mach als nächstes ein Fenster an einem Krankenhaus-Vulkan, okay? Nur begrenzt Zeit. Okay, Acid Drop zählt auch, nett. In das Partyboot, was? Achso! Das ist ein Partyboot. Das sah mehr aus wie ein Piratenschiff oder so. Ja, easy! Woo! Was ist das? Barspin bei vier. Hier sind übrigens auch immer die gleichen Tricks in alle vier Richtungen. Bei der Grab. One-Footer. Okay, wir haben Überraschungsfest geschafft. Gott sei Dank. Ja, nur noch LKW-Rampe und das Gebiet markieren. Das ist halt scheiße. Wo war denn noch? Hier war doch irgendwo noch ein Spot, glaube ich, oder? Vielleicht auch nicht. Respect me, bitch! Ist das? Atmosphäre, okay, nicht. Okay. Ja, eigentlich müsste ich immer noch mal meinen. Oh, warte mal, hier oben war da auch noch irgendwas, ne? War nicht im Klassik-Modus hier dann irgendwie einen.
Shit. Tape oder so? Gab es das Level im Classic-Modus? Ich weiß gar nicht mehr. Weil im Classic-Modus gibt es halt einige Level aus dem Main-Game hier nochmal. Zum Teil aber auch neue Level und zum Teil Retro-Level, also von damals. Ganz nett eigentlich. Na komm, machen wir jetzt das hier mal, ne? So. Scheiße. Ja, 5000 Punkte oder so muss ich machen, ne? Ja, ist ja okay. Oh Gott. Okay, ich muss hier nicht mal manuellen, weil es einfach so schnell geht. Das ist ja lustig. Ach, deine Mutter. Ich guck nochmal kurz, was es jetzt nochmal war. Sicherheitshalber. Deine LKW-Rampe ist Geld. Das ist ja okay. Also, weil ich gerade rausgefallen bin, wird es wohl nicht mehr gezählt haben. Auch wenn ich sämtliche Punkte innerhalb dieses Bereichs gemacht habe, aber gut. So, reicht. Sehr schön. Muss es ja auch nicht, ne? Überanstrengen hier. So, Gebiet markieren. Achso, den hatte ich natürlich nicht nochmal neu geholt hier. 3 von 5. Da hier hinten vielleicht noch irgendwo was. Da waren die Easter Eggs, man erinnere sich. Bum, 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 bum. Ein ganz cooles Lied. So oldschool, hip-hop-mäßig. Mag ich. Naja, hier komme ich zu den Franklins. Richtig. Hatten wir ja schon. Deine Aufgaben muss ich natürlich auch noch alle erfüllen, klar. Aber ich will jetzt erstmal diese scheiß Gebiete fertig machen. Ja, aber das hier ein Ort war. Vielleicht drüber. Ach, keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Naja, guck mal, hier kann man jetzt so. Scheiße. Ja, okay, Set verbessert ist nett. Eigentlich hier weiter und naja, warte mal, wir machen das mal folgendermaßen. Ich glaube, ich bin gut genug dafür. Wie? Man kann nicht absteigen und sich gleichzeitig festhalten. Oh. Boah, ich war einfach nur zu doof gerade. Mann! Dann machen wir es einfach so. Lalalala, ich will gucken, ob da oben was ist. Vielleicht war da für Franklin was, das kann halt sein. Franklin. Ja, die aus GTA 5. Benjamin Franklin, the one and only. Okay. Ich bin hier oben. Das ist gut. Ich glaube, hier ist gar nichts. Ja, auch nichts. Roof Spine. Ah, okay, warte mal. Das ist auch noch ein Dach. Ja, es geht immer tiefer. Wahrscheinlich kann ich da auch einfach von der anderen Seite hoch. Ja. Hätte auch geklappt. Einfach hier hoch. Na gut, ist egal. Einmal schmerzhaft gelernt. Ah, da hinten noch. Okay. 4 von 5. Wo könnte der letzte Spat sein? Spat. Ich fand ich halt nicht mehr ätzend, die Aufgaben. Deswegen habe ich die auch echt ignoriert damals. Und mir dachte, komm, ey, so eben nur busy work. Aber in diesem Mal möchte ich sie auf jeden Fall machen. Ah, warte mal, hier im U-Bahn-Dings vielleicht irgendwo? Ich bin ein Musiker. Entspannt. Drücke Kreis zum Stoppen. So, bitte hör auf. Quäl mich nicht weiter. Entspannte Leute hier, aber keine Markierung. Gibt es noch mehr Gebiete, zu denen man so kann? Irgendwo. Ja, so, jetzt die Kirche. Naja, ja, ja. Ganz heilig und so. Alter, aber mies platziert. Okay, cool. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, genau mich und den Gast fertig, aber vom Profi fehlt auch nicht mehr viel. Achso, ne? Ach nee, Pro. Markiere eine große Reklametafel. Ah, ja. Besten Rails in Boston. Grinde zuerst an der Metallskulptur, grinde dann am Rail vor dem Gias und grinde zum Schluss am Rail des Kindermuseums. Ich weiß nicht, was das Kindermuseum ist. Achso, da, okay. Wie gesagt, das müsste ich eigentlich auch alles mit ihr hier machen können.
die Metallskulptur hier, ne? Genau, guck. Vom Gears, das ist da hinten, wo Jesse James war. Zack. Ja, und hier halt, ne? Ah! Das ist mies. L! Grinds bitte, danke. Okay, und die große Reklametafel, die ist da oben, ne? Wie komme ich denn da jetzt am elegantesten hin, wenn ich mal frage? Ich dachte irgendwie gerade, wäre eine Waterpipe. Let me think. Wie kommt man da nochmal hin? Die Folgenlänge eigentlich, okay, die ist eigentlich so gut wie vorbei. Ja, ey. Wird da ein Grind? Ey! Hier so ein bisschen hochklettern. Aber irgendwie auch nicht wirklich. Wie komme ich da nochmal hoch? Ah, warte mal. Ich glaube, hieran kann man hochklettern, oder? Ja, okay, sehr gut. Bitte? Hört einfach auf. Okay, ich muss einfach hier rüber dann. Irgendwie, I guess. Nein. Moment. Okay. Jump'n'Run in Tony Hawk spielen ist wirklich anders wild. Okay! Sehr schön. Okay. Haben wir das auch fertig? Aber es fehlen jetzt immer noch die Aufgaben von Franklin, nicht wahr? Profi haben fertig, Gast, Geheim. Achso, der geheime Skater, genau. Combo Vorsee. Ja, 10er Punkte Combo, Partyboard Skaters, Team Challenge. Achso, stimmt. Ach, der Kickler über die Indie Skater. Ah, scheiße. Ja, okay, ja, das machen wir. Ja, die Folge ist vorbei. Das machen wir beim nächsten Mal, dann machen wir das auf jeden Fall fertig und dann geht's weiter nach Barcelona. Cool. Ja, Team Challenge. Genau, du, Profi und Gast, die drei müssen es machen. Kickflip, Inline Skater. Das halt, man kriegt halt immer so keinen Hinweis, so, ob das wirklich auch gerade durchging. Das ist immer ein bisschen doof. Aber gut, beim nächsten Mal, ne? Danke fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.